Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von The Weekly Cane. Ja, ich war gerade bei der Post und habe ein kleines Paket abgeholt. Der gute Comic-In hat mir schon wieder ein kleines Paket geschickt. Ich habe bei ihm beim Gewinnspiel was gewonnen, worüber ich mich sehr gefreut habe, weil ich da ein bisschen Interesse dran habe, auch wenn das nicht so ganz meine favorisierte Serie ist. Und ich habe dann noch einen Comic bei ihm gekauft. Und das sollte jetzt hier alles drinne sein. Und das schauen wir uns jetzt mal an, noch gemeinsam. Als Auftakt zu diesem Weekly Cane, was ein bisschen problematisch behaftet ist. Ich nehme das heute dieses Mal an unterschiedlichen Tagen auf. Familienfeier, das nehme ich jetzt ganz schnell noch auf, bevor ich los muss. Nämlich, habe gestern schon ganz viel aufgenommen und kämpfe mich hier gerade durch dieses Westpaket durch. So. So. Ja. Ganz viele Schnipsel hier drin. So, versuchen wir mal herauszufinden, was hier drin ist. Ich hoffe, dass ich nichts bei der ganzen Vinagerie übersehe. Bei ihm weiß man immer nicht. So, nee, so. Schön hier mehrfach eingewickelt sind 4 Bücher drin. 3 hier gewonnen. 1 gekauft. Jetzt spielt die Katze an der Kamera rum. Kurz die Katze rausgeworfen, bevor sie die Kamera umwirft. So, wie zeige ich es denn rein? Wie geht's los? So, okay. Ich habe hier den ersten Band von Swamp Thing Alan Moore, von der alten Panini-Auflage, den zweiten Band der alten Panini-Auflage und den dritten Band. Da bin ich halt jetzt sehr neugierig, das zu lesen. Wer sich auskennt, kann mir mal in die Kommentare schreiben, wie viel ich jetzt von diesen neuen Deluxe-Bänden damit abdecke, ob ich damit den ersten komplett abdecke. Und dann kann man ja überlegen, ob man dann, wenn mir das zusagt, dann noch mehr holt. Die 3 Schönschätzchen, upsala, die habe ich gewonnen. Und an der Reihe hatte ich schon immer so ein bisschen Interesse, aber zu dem Zeitpunkt habe ich noch gar kein DC gesammelt und gelesen, als die erschienen sind. Oder es war in der Anfangszeit, als ich mit Batman angefangen habe, aber auf alle Fälle war das damals für mich nicht interessant, obwohl ich da schon so ein bisschen neugierig drauf war. Dementsprechend freue ich mich riesig, mir das anschauen zu dürfen. Und dann habe ich noch mir geholt von ihm diesen Band, den habe ich bei ihm dann aber jetzt gekauft. Er hat jetzt wieder ganz viele Comics, die er verkauft. Guckt mal bei ihm vorbei, hat er da auch Stories zugemacht. Falls da noch was ist, könnt ihr ja mal gucken, ob da noch was für euch dabei ist. Ist zwar alles, was er da für mich hatte, für mich eher semi-interessant. Auch der eher semi-interessant. Aber auf den war ich schon immer etwas neugierig wegen dem Titel. Und dementsprechend habe ich den dann doch jetzt mal mitgenommen. Und bin natürlich auch hier drauf auf diesen House of M-Titel X-Men Tödliches Erwachen total neugierig. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Nico. Und damit würde ich sagen, let the show begin. Und dann vom Splitter Verlag habe ich was gelesen, was, ich bin mir ganz sicher, wird zu meinen Highlights des Jahres zählen. Es wird mit Sicherheit wieder in meine nennenswerte Empfehlung 2022, also die besten Comics, mit dabei sein, natürlich ohne Ranking, weil das fällt mir ja dann ganz besonders schwer. Das Ding hatte Emotionen, hat mich wieder mitgenommen. Ich weiß auch nicht, was an diesem Thema dran ist, dass mich irgendwie immer, wenn ich irgendwas damit lese, mich das so packt und fesselt. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin so begeistert einfach von diesem Comic gewesen. Ihr habt ja schon im Vorschaubild gesehen, ich habe Coming In vom Splitter Verlag gelesen, geschrieben von Elodie Font. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob da jetzt viel geschrieben ist oder ob man einfach die Aufzeichnung ihres Podcasts, ihrer Radioshow einfach genommen hat und die bebildert hat. Gezeichnet von Carol Morrell. Ich möchte einfach noch mehr von dieser Künstlerin sehen. Ich zeige euch mal so ein ganz frühes Bild, was einfach so prägend ist. Das. Geil, oder? Und schon vorher gibt's geile Ideen. Ich möchte gar nicht so viel über eine Story erzählen, denn wir haben es hier mehr mit kleinen Momentaufnahmen zu tun, die das Leben der guten Elodie beleuchten oder wo sie sich selbst beleuchtet. Das Ding heißt Coming In, weil, naja, das Thema hier Homosexualität ist. Die gute Elodie steht auf Frauen. Und das wird auch ziemlich früh klar, nämlich eigentlich schon auf Seite
8, wo sie theoretisch ihr Coming Out hat. Rein theoretisch. Also sie selbst eigentlich nicht, sondern sie wird Coming Out. Keine Ahnung, wie das heißt. Von ihren besten Freundinnen, die sie zur Rede stellen, dass sie doch auf Frauen steht und eben auf dies junge Mädel steht und die küssen will. Ne? Also das ist so das Thema an dieser Stelle. Elodie fühlt sich verarscht. Nein, ich bin nicht lesbisch. Sie fühlt sich wie vor einem Schwurgericht. Nein, um Gottes Willen bin ich nicht. Heulend haut sie ab. Noch so eine geile Szene. Ne? Heulend haut sie ab, radelt nach Hause, liegt im Bett wach und denkt nur, nein, ich bin nicht lesbisch. Wenn ich es mir selbst gut gehen lasse, denke ich an Männer und nicht an Frauen. Ich bin nicht lesbisch. Es geht hier darum, es sich selbst einzugestehen, welche Sexualität man hat. Nicht nach außen, sondern wirklich nach innen, sich selbst der Sache klar zu werden, welche Sexualität man hat. Und das ist natürlich stark geprägt von unserem Umfeld, weil vor allem in der Zeit, wo die gute Elodie ihr Coming Out und auch ihr Coming In, worum es ja hier geht, hat, sind wir noch in Zeiten, wo wir sehr an diesen klassischen Rollenbildern hängen und die auch reingeimpft kriegen und das als unnatürlich abtun, wenn wir es mit gleichgeschlechtlicher Liebe zu tun haben. Und in diesem Umfeld ist eben die gute Elodie groß geworden und sie will schlichtweg nicht so sein. Das ist nicht normal, das passt nicht. Und dementsprechend tut sie alles, um es vor sich selbst zu erklären, dass sie es nicht ist. Sie war auch mit einem Jungen zusammen, aber es war ihr nicht möglich, mit ihm irgendwie intim zu werden, weil immer wenn es zur Sache geht, wurde ihr übel und Bauchweh und Krämpfe. Nein, keine Chance. Es war ihr nicht möglich, irgendwo diesem Jungen sich zu öffnen. Sowohl körperlich als auch vom Herzen her. Wir beobachten immer wieder ihren inneren Kampf mit sich selbst. Und irgendwann kommt sie mit einer jungen Dame zusammen. Aber da ist sie trotzdem nicht lesbisch oder bisexuell. Nein, es ist diese Person, in die sie sich verliebt hat. Aber sonst, nein, steht sie komplett auf Männer. Ihre Familie hat kein Problem damit, dass sie mit einer Frau zusammen ist. Die Oma sagt, ist doch schön, dass du wen hast. Auch die Eltern tun sich da gar nichts an. Ja, ist doch schön, freut mich für dich. Schön, dass du glücklich bist. Du bist doch glücklich. Ah, dann ist doch alles gut. Sie selbst ist aber für sich nicht lesbisch. Und das zieht sich einfach über diesen Band hinweg, über ganz viele Schlüsselmomente, die teils düster werden. Sehr, sehr düster, bedrohlich. Und das packt einen emotional sehr und ich glaube, man kann das immer irgendwo nachvollziehen, zumindest solange man irgendwo normal gepolt ist hier oben im Kopf, kann man das verstehen, was diese junge Dame mit sich selbst für einen Kampf ausgetragen hat, zur Selbsterkenntnis zu kommen, was über Jahrzehnte ging, was sogar dazu führte, dass sie eine riesige Homophobie aufgebaut hat. Die gute Elodie Font erzählt das alles hier aus einer Ich-Perspektive. Sie ist die Erzählerin, also einer klar autobiografischen Geschichte, wodurch natürlich auch einiges verkürzt wird. Das merkt man. Es werden halt wirklich teils große Sprünge in der Handlung genommen, was aber auch für mich vollkommen okay ist. Denn es geht allem voran eben um die Gefühle, die die gute Elodie zu jedem Zeitpunkt oder zu jedem Abschnitt ihres Lebens hatte, zu dem Thema Homosexualität. Und das ist deep. Das ist wirklich deep, weil das führt zu von Liebe rüber in ein tiefes Loch der Depression, zu Selbstmordgedanken, zu ganz böser Homophobie. Und das alles wird dann immer wieder sehr, sehr stark bebildert, diese ganzen Gefühlregungen, durch eben das Artwork von Carol Morrell. Ich möchte da gar nicht so viel zeigen, ich zeige halt immer wieder gerne diese Szene, weil ich Angst habe, dass andere Sachen vielleicht zu viel spoilern. Das hier ist auch wirklich wieder so eine geniale Szene, wo man halt wirklich immer wieder sieht, ja, es geht um ihre Gefühle, nicht um die Geschichte, sondern was war damals los, wie habe ich mich gefühlt, wie ging es mir damit? Dieses Werk ist emotional wirklich eine Berg- und Talfahrt, die mich aber emotional einfach gepackt hat. Sie bringt Gefühle rüber, die man einfach nachvollziehen kann, die einfach wunderbar bebildert sind. Wir gehen auch ein bisschen auf die jetzigen Situationen oder einfach auf Situationen, die auf sie hineingeprasselt sind, auch ab dem Punkt, wo sie sich
ihrer Sexualität selbst klar bewusst wurde. Zum Beispiel, dass da Leute in Frankreich auf die Straße gegangen sind, um gegen die Ehen von gleichgeschlechtlichen Partnern zu demonstrieren und das möglichst verbieten zu lassen. Leute, jetzt mal ganz ehrlich, wie dumm muss man sein? Was soll der Scheiß? Also das muss man mal wirklich klar sagen. Wen nimmt irgendwer irgendwem was weg, wenn Frau und Frau heiratet oder Mann und Mann heiratet? Was geht mich das an? Was stört mich das? Wo wird mir persönlich irgendwas in meinem Leben dadurch weggenommen oder in meinem Leben verschlechtert, wenn zwei Personen, die sich lieben, heiraten, egal welches Geschlecht? Das passiert mir doch nichts. Also das kann ich überhaupt nicht verstehen. Aber das wird hier drin aufgegriffen. Aber natürlich wird auch aufgegriffen, wie sich so diese ganze Community der LGBTQAI Plus, und ich kann halt leider kein Englisch, es tut mir leid, sich entwickelt. Und dass eben auch daraus viel Hoffnung und viel Selbstbewusstsein für Personen erwächst, die eben irgendwo in diesem ganzen Gebilde gefangen sind, ob nun schon sich akzeptiert oder noch nicht akzeptiert. Aber es zeigt uns auch, wie die Entwicklung der letzten Jahre in der ganzen Thematik voranschreitet und damit auch Hoffnung mit sich trägt, dass wir doch vielleicht irgendwann mal eine Menschheit haben, die hier oben im Kopf ein bisschen klar denkt und dass, naja, Homophobie vielleicht wirklich irgendwo aufhört oder sagen wir mal Queerphobie einfach aufhört. Ich versuche gerade wirklich schon jetzt seit einer gefühlten Ewigkeit hier einen Abschluss für zu finden. Ich krieg's nicht hin, denn dieses Werk macht einfach was mit einem. Es rüttelt einen auf. Es ist ein sehr emotionales Werk einfach. Das muss man sich auch klar sein, wenn man es liest. Es beschäftigt einen. Es berührt einen. Ich hoffe zumindest, dass es alle berührt, die es lesen. Und die ganze Emotion wird eben sehr wunderbar untermauert durch dieses Artwork von Carol Morrell, welches einfach immer diese Stimmung richtig mitträgt, was halt immer diese Gefühle wirklich in Bilder packt und uns da hineinsaugt. Dieses Werk macht einfach was mit einem. Auf alle Fälle hat es was mit mir gemacht. Und für mich ist es ganz klar wieder ein Comic des Jahres. Von Panini habe ich gelesen Marvel Must Have, Thanos kehrt zurück, geschrieben von Jeff Lemire, den ich echt abfeiere generell, und gezeichnet von Mike Deodato Jr., den ich wirklich in den letzten Jahren, wie mir vor allem beim Lesen dieses Comics aufgefallen ist, sehr vermisst habe als Marvel-Künstler. Ich habe einfach nichts mehr gelesen, seit er Marvel verlassen hat, und ich finde seinen Stil halt einfach so richtig geil. Ich fand ihn früher so in den 90ern gar nicht, aber er hat sich halt so geil gewandelt in den 2000ern. Ich finde halt immer diese ganzen Panel-Aufteilungen so geil und wie das Spiel mit Farbe funktioniert und auch der Einsatz von diesen ganzen Pünktchen, ne, ist einfach so genial, oder auch Schraffuren, und das ist einfach immer wieder richtiges Fest für mich, Mike Deodato irgendwo zu sehen. Obwohl er mal wirklich ein von mir sehr verhasster Zeichner war. Aber ich wurde wirklich wehmütig beim Lesen mit dem Gedanken, ich möchte eigentlich wieder mehr von Mike Deodato einfach sehen. Thanos kehrt zurück. Wieso kehrt er zurück? Was ist denn passiert? Wieso musst du denn zurückkehren? Was war denn da los? Oh. Ja. Dieser Band setzt diesen Guardians of the Galaxy Band Nummer 5, September 2017 fort, den ich auch sehr schwach fand. Ich bin ja ein riesiger Fan von Brian Michael Bendis, aber ich fand dieses Finale sehr enttäuschend. Es war im Endeffekt ein Civil War 2 Tie-In, dieser Band. Die Guardians waren auf der Erde gestrandet wegen diesem Civil War 2, mussten sich irgendwie eingliedern, alle waren verstritten, nichts war gut. Und naja, mit Thanos war da ja auch irgendwas am Anfang des Civil War 2. Ich spoilere jetzt einfach mal, was hier passiert. Jedenfalls am Ende tun sich natürlich alle Guardians, die wir unter Brian Michael Bendis kennengelernt haben, zusammen, um den Titanen zu besiegen. Und das wird uns gar nicht gezeigt, sondern wir sehen nur, wie unsere Helden Thanos angreifen. Und dann sehen wir, wie unsere Helden den Titanen an das neue Nova Corp übergeben haben, wer hier gefesselt ist. Und wir wissen aber alle, dass das Nova Corp, zumindest dieses neu gegründete Nova Corp,
eigentlich nur Luschen sind? Reißt euch zusammen, ihr zum Pinkeln die Dusche Verlasser! Also ist natürlich das Ergebnis abzusehen, der ist stiften gegangen. Tut mir leid, Gamora. Alles, was du erreicht hast, war für die Katz. Aber der gute Thanos hat ein ganz großes Problem. Da hat ihm doch jemand seinen Thron geklaut im schwarzen Quadranten. Eigentlich herrscht Thanos über den schwarzen Quadranten mit eiserner Faust. Doch da kam Corvus Glaive daher. Ein Diener von Thanos. Mitglied der Black Order, der nun hier auf dem Thron sitzt und einfach total weichgespült über diese Leute herrscht. Und das passt natürlich Thanos mal gar nicht, als er nach Hause kommt. Also schlägt er Welle um Welle von Corvus Glaives Armee zurück, um am Ende natürlich einfach wieder auf seinem Thron zu sitzen. So, ja, Thema erledigt. Er ist zurück. Natürlich ist es damit nicht erledigt. Das ist nicht mal das Ende des ersten US-Heftes. Wir haben Jeff Lemire als Autor. Und Jeff Lemire hat eine Sache, die sich, ich möchte behaupten, zu 90% durch seine kompletten Stories durchzieht. Durch seine eigenproduzierten Werke sowieso ist das der rote Faden. Und bei seinen Verlagsarbeiten für Marvel ist es eigentlich auch fast immer mit drin. Also da wird es schwierig, weil muss ich wirklich überlegen. Ich glaube, na gut, Extraordinary X-Men ist eigentlich auch drin. Es ist das Thema Familie. Ne? Bei Jeff Lemire dreht sich immer alles um Familie. Denn seit Infinity hat der gute Thanos einen Sohn. Den guten Tana. Der ist bei den Inhumans groß geworden. Und der wurde entdeckt von jemandem von der Black Order. Ne? Also einem Diener von Thanos. Und zwar den Ebony Morph. Der aber den Sohn nicht Thanos übergeben hat, sondern sich gedacht hat, hey, aus dem mache ich den nächsten großen Weltenzerstörer, den nächsten großen Tyrannen des Universums, den großen tödlichen Titanen. Ja, das ist schön. Und ja, reist seitdem mit diesem von Planet zu Planet, um diesen zu erobern. Und natürlich ist er ja auch irgendwann im schwarzen Quadranten aufgetaucht und hatte dann Ärger mit Corvus Glaive. Die Schlacht mit Corvus Glaive, läuft nicht zugunsten von Thanos. Aber dafür lernt er einen neuen Freund kennen. Champion. Einen außerirdischen Krieger, der in allem der Beste ist. Der einfach auch hier sich als Held beweisen wollte und versagt hat. Also zwei Versager zusammen in einer Zelle, wunderbare Freundschaft. Und dann taucht Mistress Death auf und bietet Thane einen Ausweg und die Möglichkeit, seinen Vater zu töten. Dafür braucht aber Thane Hilfe. Und wer ist dafür besser geeignet als der Bruder von Thanos? Star Fox. Oder wie wäre es mit der Enkelin von Thanos? Nebula. Zusammen könnte man doch bestimmt den großen Titan besiegen. Allen voran, und kleiner Spoiler für Ausgabe 1, für die finale Seite von Ausgabe 1, muss ich jetzt hier mal aussprechen. Schaltet weg, wenn ihr das nicht sehen und wissen wollt. Denn Thanos stirbt. Thanos ist krank und er stirbt und es gibt im ganzen Universum keine Heilung. Thanos ist so verzweifelt, dass er zu seinem Vater Mentor aufbricht, um ja von ihm Hilfe zu erhoffen, der ja ein großer Wissenschaftler ist. Aber selbst der kann ihm nicht helfen. Ja, und dann tauchen noch die Shi'ar auf, um Thanos gefangen zu nehmen. Aber vielleicht hilft das Thanos ja, um ein Heilmittel zu finden. Während Mistress Death Thane den Weg weist zu einer unvorstellbaren Macht, die reichen müsste, um Thanos zumindest im geschwächten Zustand zu besiegen. Ich fand's wirklich gut. Ich fand's wirklich sehr gut. Und natürlich, wie gesagt, Mike Deodato als Zeichner. Ich habe ihn wirklich mittlerweile sehr vermisst. Ich mag diese Panel-Gestaltung. Seht ihr dieses? Ah, das liebe ich mit diesen Panels, die dann eigentlich außen noch weiter fortgesetzt werden und einfach nur unterbrochen werden. Ich finde das so geil. Mittlerweile auch diese Farbgestaltung, aber auch wie er mit Schraffursachen, mit Rasterfolie und all sowas umgeht. Das ist einfach so geil, Mike Deodato. Ich habe ihn in den 90er Jahren nicht gemocht, aber da war er halt mit der Technik noch nie so weit. Und heutzutage, ich finde ihn so stark. Und ich habe wirklich gemerkt, ich habe ihn jetzt vermisst. Ich wurde richtig wehmütig beim Lesen. Weil, wie lange ist er jetzt bei Marvel weg? 4 Jahre? Bestimmt. Wenn nicht sogar noch länger. Und ich habe ihn vermisst. Und das war einfach wirklich toll. Es gibt einen für mich ganz klaren Kritikpunkt an diesem Band. Nicht an der Serie, denn ich finde die wirklich, so weit wie ich es jetzt gelesen habe, spitze.
Aber dieser Band endet im Endeffekt mit einem Cliffhanger. Man könnte jetzt drüber streiten, ob es ein offenes Ende ist oder ein Cliffhanger. Der Punkt ist, die Sache wird weiter gesponnen und wird eben, keine Ahnung, wahrscheinlich in Ausgabe 12, also in der doppelten Ausgabenzahl, dann erst wirklich beendet. Und das finde ich natürlich schon ein bisschen schade. Weil wir hatten ja hier auch schon dickere Bände, wie Frank Castle ist zurück, Band, der ja hier drinne war, der ja auch dann 12 Ausgaben umfasst hat. Warum hat man also auch nicht hier das komplette Paket gebracht? Das finde ich wirklich ein bisschen schade, weil ich halt jetzt schon gern wissen würde, wie geht diese ganze Sache weiter, wie wird sie zu Ende erzählt, weil es schon ein fieser Cliffhanger einfach ist. Aber ansonsten halt wieder richtig gut geschrieben von Jeff Lemire und optisch super geil inszeniert von Mike Deodato. Also ich hatte auf alle Fälle Spaß und wie gesagt, würde schon gern wissen, wie es weitergeht an dieser Stelle. Von Reprodukt habe ich In der Haut eines Mannes gelesen, geschrieben von Hubert. Da hatten wir vor kurzem schon mal was auf diesem Kanal, und zwar Tenebre, was ja so ein Märchen war, so ein Dark Fantasy Märchen. Das würde ich auch in die Richtung Märchen einordnen, aber mit sehr viel Mehrwert. So, gezeichnet das Ganze von Zen Sim. Ich weiß nicht, weil ich das richtig ausspreche, aber das Artwork hier drin finde ich richtig stark. Ne? Also das alleine war schon für mich ganz klar ein Highlight. Also die Optik dieses Werkes ist für mich schon allein, ich möchte nichts Falsches zeigen, richtig genial. Hat was leicht Tuniges, so, aber schafft es trotzdem auch ein bisschen Erotik rüberzubringen, wie ihr, denke ich, schon am Titelbild so seht. Tja, Bianca ist schon im fortgeschrittenen Alter von 18 Jahren und immer noch nicht verheiratet. Ist natürlich schlecht, schon 18 Jahre, ey. Das ist eine alte Vettel. Die muss jetzt zusehen, dass sie unter die Haube kommt. Aber die Eltern haben endlich jemanden für sie gefunden, den guten Giovanni. Und den lernt sie dann auch kennen. Ja, wie ihr seht, ziemlich kurz. Ne? Hier, das ist dein Gemahl. Die beiden begrüßen sich. Und dann gehen die beiden schon wieder ihre Wege. Ja, das ist das Kennenlernen vor der Ehe. Und in 14 Tagen wird geheiratet. Ja, ich glaube, wir sehen schon im Blick, dass Bianca irgendwie da so ein bisschen Schwierigkeiten mit hat, da sie diesen Mann ja jetzt nicht kennt und sie würde ihn gerne kennenlernen. Biancas Mutter hat überhaupt kein Verständnis, was jetzt dieses Girl will, Mann kennenlernen. Sie hat ihren Mann ja auch nicht kennengelernt. Das ist einfach so, wo gibt's denn sowas, ne? Was kommt als nächstes? Dass man sich den Mann selber aussucht, so ein Quatsch. Zum Glück hat Biancas Tante etwas mehr Verständnis und bietet an, dass Bianca einfach bis zur Hochzeit bei ihr wohnt und sie so ein bisschen auf die ehelichen Pflichten vorbereitet, was am Ende aber eigentlich nur ein Vorwand ist, denn Biancas Tante offenbart ein großes Familiengeheimnis. Und zwar, in der Familie gibt es eine sogenannte Männerhaut, ja, die immer an die Frauen der Familie weitergegeben werden. Und da die Tante keine Töchter hat, naja, findet sie es nur recht und billig, diese Haut nun an Bianca, ihre Nichte, weiterzugeben. Ja, und die Besonderheit dieser Haut, die sie dann alle liebevoll Lorenzo nennt. The Lorenzo von Matterhorn. Okay, what's the Lorenzo von Matterhorn? My question exactly. Okay, what's the Lorenzo von Matterhorn? Glad you asked. Dass man, wenn man diese trägt, halt wirklich zum Mann wird. Mit allen Eigenheiten, die das so mit sich bringt. Aber was bringt jetzt Bianca das, in der Haut eines Mannes rumzulaufen? Wird der ein oder andere sich jetzt fragen. Da ist ja ganz einfach. So kann sie halt ihren zukünftigen Ehemann, den guten Giovanni, kennenlernen. So vor der Ehe schon mal wissen, was da auf sie zukommt. Ja, und so begibt sie sich in die Stadt, sucht den guten Giovanni auf und freundet sich auch mit diesem an. Männer wie wir, an denen ist alles dran. Sie lernen sich immer besser kennen, die Freundschaft vertieft sich. Und na, Giovanni zeigt dann auch dem guten Lorenzo seine Lieblingsbar, das schielende Kätzchen. Eine ganz besondere Bar, denn hier haben nur Männer Zutritt. Männer mit teils sehr, sehr besonderen Neigungen. Was ist? Noch nie einen Mann gesehen, der einen anderen küsst?
Ja, und das sind natürlich dann Sachen, mit denen Bianca erstmal klarkommen muss. Vor allem dann, wenn Annäherungsversuche von Giovannis Seite gegenüber Lorenzo stattfinden, womit der guten Bianca ziemlich schnell klar wird, dass das niemals eine normale Ehe sein wird. Zusätzlich hat die gute Bianca auch noch einen sehr, sehr speziellen Bruder. Dieser ist nämlich Pfarrer in dieser kleinen Stadt und er ist ziemlich extrem drauf. Er sieht in allem nur Sünde und alles ist ein Vergehen, was man auch nur ansatzweise beobachtet. Und dementsprechend haben wir hier sehr viel christlichen Fanatismus, der dann auch wirklich sehr extrem wird, als nämlich der gute Pfarrer auch noch zum Sittenwächter der Stadt ernannt wird und sozusagen für Ordnung sorgen soll, wird so ziemlich jede Art von Vergnügen und Spaß verboten. Frauen müssen mit Schleier durch die Kante laufen und dürfen sich nicht mehr frei des Weges begleiten. Und natürlich ist das schielende Kätzchen auch ein großes Problem, wie überhaupt schon nur Beziehungen zwischen Mann und Mann ein großes Problem für den Bruder sind, der da natürlich schön schnell hinterher ist und auf Jagd ist. So wird auch jedes Kunstobjekt der Stadt zerstört, auf dem auch nur ansatzweise ein bisschen nackte Haut zu sehen ist. Bianca, Lorenzo, kann hier nicht lange zuschauen. Vor allem in der Gestalt von Lorenzo kennt ja niemand Bianca und auch Lorenzo ist ja theoretisch eine unbekannte Figur und so tritt diese als Revoluzer auf. Spätestens dann, wenn die beste Freundin von Bianca auf der Straße vorgeführt wird und gequält wird, weil sie ihren Mann betrogen hat. Ein einziges Mal, obwohl ihr Ehemann, sie seit Jahren betrügt. Und da kommt natürlich dann das Thema Doppelmoral ins Spiel, was Bianca ganz klar nicht mit ansehen kann, dass die Frauen hier für alles Sündige bestraft werden, während die Männer fröhlich rumhuren können. Ist ein Ding der Unmöglichkeit für Lorenzo Bianca. Ich bin mega begeistert von diesem Werk. Wir haben hier so viele Aspekte drin. Wir haben einfach erstmal dieses große Thema des Patriarchats, was uns einfach über hunderte von Jahren begleitet hat, dass der Mann über die Frau bestimmt hat, dass die Frau keinerlei Selbstbestimmungsrecht hatte, dass mit ihr theoretisch gemacht werden durfte, was wollte sie, nirgendwo was mitentscheiden durfte, sie war einfach nur da, sie war eigentlich nur da, um als Lustobjekt und als Mutter zu dienen. Das wird hier sehr stark beleuchtet. Dann kommt natürlich dazu eben die Erkenntnis der eigenen Identität in Form von Bianca. Ist sie nun Bianca oder ist sie Lorenzo? Und wann verschmelzen diese beiden Figuren, die doch am Ende trotzdem nur eine Person sind? Dann haben wir auch natürlich das Thema der sexuellen Identität. Denn als was anderes sollen wir denn jetzt Bianca wahrnehmen als eine Person, die sich mit ihrem eigenen Geschlecht uneinig ist. Aber Sexualität ist hier so oder so ein großes Thema durch das schielende Kätzchen, wo wir eben sehr viele homosexuelle Männer haben, die miteinander verkehren. Dann natürlich ganz wichtig in diesem Werk ist der christliche Fanatismus, dieses Extreme, was ich immer wichtig finde, das immer wieder mal auch in den Fokus zu rücken, denn da ist einfach sehr viel in den letzten Hunderten, 2000 Jahren schief gegangen in unserer Geschichte, vor allem wenn man immer wieder die Frau zum Sündenbock macht, zum Succubus, aber die Männer freudig rumhuren durften und dürfen, ist das natürlich schon eine Sache, die man nicht vergessen darf, dass hier immer mit zweierlei Maß gemessen wird. Ich bin mega begeistert, was die Kunst angeht und dabei ist mir auch gleich wieder so eine Interpretationssache auch aufgefallen, denn die gute Bianca, die ist weiß und ich meine, sie ist komplett weiß. Also sie hat komplett weiße Haut, so als wäre sie nicht Ausgabe, als wäre sie kein eigenständiger Charakter, als wüsste sie nicht, was sie ist, ob Fisch oder Fleisch, aber als Lorenzo, dunkel gebräunt, und südländischer Touch, ist sie. Wer hat sie plötzlich sehr, sehr viel Charaktertiefe? Das fließt zwar auch in ihrer Rolle als Bianca ein, aber als Bianca bleibt sie immer eine Figur, die im Hintergrund steht, die nicht selbstbestimmt ist im Endeffekt. Auch wenn das sich am Ende ändert, ich hätte da vielleicht dann auch später einfach Farbe ins Spiel gebracht, muss ich dazu sagen, was wir am Ende trotzdem nicht haben. Aber auch darüber lässt sich alleine schon sehr, sehr viel interpretieren, was es damit auf sich hat, dass wir eine einzige Figur in diesem Werk ohne Farbe haben.
ganz klar eins meiner Jahreshighlights. Kann man aber trotz allem wunderbar wegsnacken. Es ist jetzt nicht so, dass das extrem deep daherkommt, muss man auch dazu sagen. Es hat sehr viel von einem Märchen wieder, wie in auch schon hier Tenebrae, was ja auch von Hubert war. So ist auch dies ein Märchen. Ein Märchen mit Mehrwert auf alle Fälle, mit vielen Punkten, die einen zum Denken anregen, wo man einfach mit Fehlern unserer Gesellschaft und vor allem auch mit der Gesellschaft der Vergangenheit konfrontiert wird, weil in abgeschwächter Form haben wir viele dieser Fehler auch heute noch in unserer Gesellschaft. Und so denkt man halt eben auch über dieses Werk nach und versucht sich auch damit zu beschäftigen. Gerade zur heutigen Zeit, finde ich, ist das dann auch wieder sehr stark. Trotz allem snackt man dieses Werk trotzdem sehr gut und sehr schnell weg. Es ist halt nicht so, dass das jetzt ein Werk ist, was einen extrem belastet. Es macht einfach Spaß zu lesen, ein bisschen dann natürlich über die Sachen auch nachzudenken, die man liest. Aber es ist nicht so ein riesiges, forderndes Werk, wo du mit allen Sachen erschlagen wirst. Am Ende bleibt es einfach ein schönes Märchen. Ein Märchen für Erwachsene, ganz klar. Dafür haben wir doch ein bisschen viel Sexualität drinne und eben auch als Hauptthema mit drinne. Rundum ein gelungenes Werk, was Reprodukt uns hier kredenzt hat. Und wie gesagt, ich bin verliebt in dieses Werk. Natürlich habe ich wieder ein bisschen was digital gelesen. Ich habe X-Corp Volume 1 gelesen. Wieso das Volume 1 draufsteht, weiß ich nicht. Es gibt nur diesen einen Sammelband dazu. Damit ist die Reihe beendet. Ja, und ehrlich gesagt kann ich euch zu dem, was ich hier gelesen habe, nicht allzu viel sagen. Ich habe nicht ein Ding verstanden im Englisch. Okay. Das ist halt eben die Serie, wo Angel und Monet halt, naja, sich um die finanziellen Mittel für Krakau kümmern. Ne? Das heißt, wir haben ja am Anfang irgendeine Ausgabe. Angel macht irgendwelche Deals und pflanzt irgendwo eine Krakau-Blume. Nichts davon verstanden. Monet schleicht sich irgendwo ein. Super. Dann haben wir die Hellfire-Ausgabe. Die habe ich nicht nochmal gelesen, aber suchen sie ja noch so ein paar Personen für X-Corp zusammen. Darunter melden sich dann auch die Strucker-Zwillinge. Ne? Am Ende werden die natürlich nicht dazu genommen, aber halt Mastermind, der zu dem Zeitpunkt ja, also kurz davor ja was mit den Helions so am Laufen hatte, ne? So, okay, so. Und ansonsten ist hier ganz, ganz, ganz wichtig der gute Madrox, denn der ist so ein Ein-Mann-Forscher-Team im wilden Land. Wer Madrox nicht kennt, der kann sich halt unendlich oft duplizieren und wenn er sich wieder mit seinem Duplikat vereint, übernimmt er den seine Erinnerung. Perfekt natürlich für solche wissenschaftlichen Sachen, also er ist da der große Forscher und irgendwie dreht sich auch ganz viel darum, weil er dort mit den Krakau-Blumen rumexperimentiert. Keine Ahnung, was auch weiter genau. Dann haben die noch irgendein riesiges fliegende Zentrale und die wird dann angegriffen von den Strucker-Zwillingen und wieder irgendwelchen mutanten Feinden. Und dann muss man sich halt zur Wehr setzen und am Ende opfert sich Madrox heldenhaft. Warum? Auch immer. Vor allem, es sind eine Menge Madrox, die sich da mit einem Schlag opfern. Aber wir haben ja so oder so die Wiederbelebungsfunktion. Und das Schöne ist, beim Wiederbeleben bei Madrox funktioniert es auch so, alle Erinnerungen sind da von jedem einzelnen Madrox. Zumindest habe ich es jetzt mal so interpretiert am Ende. Ja, okay. Also wirklich Ahnung habe ich nicht, was ich hier gelesen habe. Merkt ihr. Dann habe ich den dritten Band von Helions gelesen, was auch leider der Abschlussband ist. Das ist ja eine Serie, die hätte ich mir gerne auf Deutsch gehört, weil auch hier habe ich einige kleine Verständnisprobleme immer wieder. Ist halt auch ein bisschen schwierig gemanagt. Im Englischen ja, für mich, aber die Reihe macht mir halt wirklich viel Spaß und ich finde auch die Teamzusammenstellung halt richtig genial, ne? Und wir wissen ja, dass irgendwie Sinister die ganze Zeit irgendwas im Hintergrund da rummauschelt und die Helions sozusagen missbraucht. Wir wissen auch, dass Psylocke da so ein bisschen involviert ist, ne? Vor allem dadurch, dass sie Gedanken lesen kann, ne? Hat sie da so ein bisschen Überblick. Das tut sie vor allem deswegen, weil Essex ihr versprochen hat, er würde einen Klon von ihrer Tochter erschaffen und dementsprechend hält sie da über alles so ein bisschen stillschweigen von dem, was sie weiß. Und die Helions gehen halt immer munter voran, ab in den Tod. Und jetzt rächt sich halt so ziemlich alles, was wir jetzt so bisher so hatten, denn wir hatten ja die Sache, dass die ja da aufgebrochen waren, während X of Sword oder Ten of Sword oder wie auch immer, da waren die ja aufgebrochen und sollten irgendwas in Otherworld für Sinister besorgen und naja, irgendwie waren dann am Ende alle tot. Im Endeffekt hätte Panini Deutschland auch diese Ausgabe
für Ten of Sword weglassen können, weil sie kein Input fürs Event gegeben hat, sondern eigentlich nur eine stinknormale Helions-Ausgabe war, die hierfür wichtig war. Und dann haben wir zuletzt erfahren, dass, naja, Motorworld, also, wie heißt der, Arcade, Sinister missbraucht hat, um halt eine Klonfarm zu erstellen, wo er damit er dann halt eben unendlich Material für seine Todesspiele hat. Und, naja, auch da hat Sinister von Anfang an seine Hände so ein bisschen im Spiel gehabt mit seiner Manipulation und wie, was da genau abging, diese beiden Punkte werden jetzt hier zusammengeführt. Dazu haben wir hier aber auch noch einiges Wunderschönes an Drama, denn auch die gute Nanny hat ein kleines Geheimnis von einer der letzten Missionen, hat sie etwas mitgenommen, wovon nur Orphan Maker etwas weiß, der da auch ein bisschen eifersüchtig drauf ist, ne? Was zu Spannungen führt zwischen Orphan Maker und eben Nanny und am Ende in einem richtig drastischen und tragischen Finale für beide Figuren endet. Fand ich wunderbar inszeniert, ne? Auch für Psylocke gibt's hier ein bisschen Drama, oder ein bisschen viel Drama, aber vielleicht auch ein kleines Andeutung eines Happy Ends. Vielleicht nicht das Happy End, was man ihr wünscht, aber auf alle Fälle ist da was da. Und für Havok gibt's auch Happy News, die dann vor allem wichtig werden für das Event Dark Web. So, so viel zu Helions. Hätte ich Bock drauf, die Reihe im Deutschen zu lesen. Ist wahrscheinlich nicht ganz so wichtig wie vieles andere, aber wir wissen halt, Sinister ist überhaupt nicht zu vertrauen bei der ganzen Sache. Ja, ansonsten habe ich dann noch ein bisschen, ups, hier bin ich noch gar nicht wieder auf Seite 0, ein bisschen was Deutsches gelesen von Crosscult Verlag. Gleich nach unserem letzten Stream fiel mir ein, oh, ich wollte doch eigentlich noch 2 bis 3 digitale Bücher kaufen. Ich habe dann jetzt nur 2 genommen, den letzten hole ich dann nächste Woche. Und zwar habe ich den 6. Band von Outcast hier gelesen. Und endlich war auch der 7. Band von Outcast bei... Ups, auch hier bin ich nicht auf der letzten Seite. Auch der 7. Band war jetzt auch endlich da. Er ist zwar bei Kindle nicht mit bei Outcast drunter gelistet, halt als Sammlung, aber man findet ihn jetzt einzeln. Na, ich hatte deswegen schon mal mit Crosscult geschrieben und... Ja, scheinbar haben sie darauf reagiert. Jedenfalls war er jetzt endlich ausfindig zu machen. Und dementsprechend natürlich mir jetzt gekauft. Und beide gelesen. Und das ist natürlich richtig geil. Es gibt jetzt einen Ersatz für... Jetzt fällt mir der Name nicht ein, scheiße. Der von Data gespielt wurde. Mir fällt wirklich gerade der Name nicht ein. Der wird jetzt ersetzt durch den guten Roland, ne, mit W drin, ne, statt N, ne, also Roland, ne, der jetzt hier halt hinter Carl Barnes hinterher ist, der sich ja, naja, ein Landsitz seines Vaters zurückgezogen hat mit seiner ganzen Familie und mit ein paar Freunden. Nur hat der Fahrer dort mittlerweile seine ganze Gemeinde mit dazu geholt. Und das Problem ist, wir verstehen jetzt so langsam, wie das mit den ganzen Outcast-Fähigkeiten funktioniert. Denn diese ziehen diese Wesen, diese dämonischen Wesen, zu denen auch Roland gehört, an und sorgen dafür, dass die sich von eben Körper, Menschen in der Umgebung von Outcasts, naja, bemächtigen und festsetzen und versuchen, mit diesen Körpern zu verschmelzen. Aber die Outcasts können diese eben wieder aus diesem Körper vertreiben, wenn sie es rechtzeitig mitbekommen. Nur mittlerweile sind ziemlich viele Outcasts in Rome angekommen, angeführt eben von Carl Barnes und seinem Vater. Und das ist ein bisschen schwierig dann, wenn man dann natürlich eine ganze Gemeinde auf demselben Grundsitz Grundbesitz hat, wo man sich gerade verschanzt vor der Polizei und Roland, ja, ist natürlich gerade, dass einer nach dem anderen sich ständig versucht zu verschmelzen mit irgendeinem Dämon und man muss dagegen irgendwie ankämpfen. Und das hat richtig geil jetzt im 7. Band geändert mit einem richtig geilen Cliffhanger. Ich bin sehr gespannt, wie das im letzten Band dann ausgeht. Sehr geil, ne? Also Outcast, eine richtig geile Serie, auf alle Fälle riesige Empfehlung meinerseits. Dann habe ich nochmal von Hill House einen kleinen Reread gemacht zu Ein Korb voller Köpfe. Ich denke, ihr könnt erahnen, wieso oder welches Comic euch dann nächste Woche in der Abgefrühstückt-Besprechung erwartet. Ja, ich habe nochmal diesen wunderschönen Band gelesen. Hier geht es um die gute June, die ihren Freund in einer kleinen
Insel, Stadt namens Broadly Island besucht. Der ist dort Aushilfspolizist über die Sommerferien gewesen und will dort jetzt noch ein paar schöne Tage mit seiner Freundin verbringen. Das Problem ist, der Sturm des Jahrhunderts ist ausgebrochen. Anspielung auf Stephen King an dieser Stelle. Oh mein Gott, Stephen King! Daraus kann man eine gute Geschichte machen. Fertig. Und gleichzeitig sind 4 Schwerverbrecher, beim Gefängnistransport abgehauen. Also eigentlich ist es so, diese Gefangenen arbeiten halt immer arbeitskraftmäßig auf dieser Insel und müssen dann natürlich immer wieder ins Festland, ins Gefängnis gebracht werden. Und dabei sind halt 4 dieser Gangster ausgebrochen. Und jetzt sucht natürlich die ganze Stadt nach diesen. Da aber der gute Liam, also Junes Freund, mittlerweile seinen Dienst erledigt hat, darf er jetzt frei machen und soll einfach nur auf das Haus des Sheriffs aufpassen und sich dort eine schöne Zeit mit der guten June machen. Das Problem ist, plötzlich tauchen eben diese Kriminellen auf. Und June kann sich noch verstecken, während der gute Liam, gefoltert wird und auch verschleppt wird und June dann irgendwann herausschleicht und einen dieser Schwerverbrecher, der zurückgeblieben ist, also nicht zurückgeblieben hier oben, sondern dort vor Ort zurückgeblieben ist, in die Arme läuft und von diesem bedroht wird. Sie greift die erstbeste Streitaxt, die sie in diesem Haus findet. Ja, ist kein Witz, eine Streitaxt. Und haut dem den Kopf ab. Ach, mit dem Kopf! Aber der Kopf ist danach nicht tot, sondern quasselt munter weiter. Und nach offenbart sich hier eine riesige, geile Verschwörung, die am Ende eigentlich auch eher ein Witz noch ist, weil nichts an dieser Sache am Ende so dran ist, wie diese Köpfe glauben. Ich finde, das ist der unterhaltsamste Teil aus diesen 5 Hill House Comics, die damals erschienen sind. Nicht der beste, sondern der unterhaltsamste. Das muss man mal ein bisschen unterscheiden. Ich finde ganz klar Daphne Byrne, Puppenhaus und Im tiefen, tiefen Wald als die besten. Ich kann aber auch nicht, da kann auch nur schwierig eine Reihenfolge bringen. Ich würde wahrscheinlich sagen, Im tiefen, tiefen Wald fand ich am allerbesten, weil die alle ein bisschen mehr Tiefgang hatten. Die hatten halt alle noch so ein bisschen Interpretationsebene, ein bisschen mehr Tiefgang einfach. Das gilt halt für diesen Titel und Das Schiff der Toten nicht. Das sind halt wirklich reine Unterhaltungstitel, aber in der Hinsicht machen die halt einfach wirklich alles richtig. Das sind halt die beiden Bände, wo ich immer sage, die greift man am ehesten aus dem Regal wieder und liest sie halt nochmal, weil man die einfach so zwischendurch wegsnacken kann und einfach Spaß damit hat. Dann habe ich noch den 2. Band der Ultimate Spider-Man Comic Collection gelesen. Ich werde auch die restlichen Ultimate Comics hier dann nun einschreiben. Ich habe halt eine Lesereihenfolge rausgesucht. Eigentlich habe ich mir mittlerweile 3 dafür rausgesucht und hoffe, dass ich jetzt irgendwo dazwischen die Lösung finde. Also nach der, die ich jetzt gefunden habe, wäre das nicht der optimale Zeitpunkt zum Lesen. Und das ist mir auch retroperspektiv nach dem Lesen dieses Bandes auch klar geworden. Am empfehlenswertesten wäre es zumindest die ersten 3 Team-Ups von Ultimate Team-Up hiervor noch zu lesen. Also das wäre so eine kleine Empfehlung vorab. Und theoretisch auch Ultimate Daredevil und Ultimate Elektra sollte man vielleicht auch schon an dieser Stelle gelesen haben, aber spätestens dann hier nachlesen. Also so kleiner Orientierungspunkt an dieser Stelle, war also nicht ganz optimal. Ich finde den Kingpin-Band in vielen Punkten richtig, richtig stark. Wir haben erstmal eigentlich eine Epilogausgabe zu dem, was wir so im letzten Band gelesen haben. Das heißt, wir beschäftigen uns damit, dass die Schule angegriffen wurde. Beschäftigen uns natürlich mit Onkel Bens Tod, ne? Und eben auch, dass Spider-Man, also Peter Parker, diese Sache nicht loslässt. Zusätzlich muss er natürlich jetzt seine Tante ein bisschen unterstützen und besorgt sich einen Job beim Daily Bugle. Natürlich ist es Schwachsinn, dass ein 16-Jähriger mit Fotos von Spider-Man kommt und damit dicke Geld verdient. Aber er findet dort einen anderen Job, sich nämlich um die Website zu kümmern, was natürlich perfekt zu einem modernen Peter Parker passt. Und eben bei dieser Arbeit stößt er eben, auf eine Akte, die sich um den Kingpin schart. Ne, und dementsprechend, macht er sich über diesen kundig und erfährt, dass der Mörder von Onkel Ben für den Kingpin gearbeitet hat. Und der Sache geht er halt nach und trifft dann auch auf den Kingpin und verliert haushoch. Den Ansatz, wie er aber den Kingpin in Anführungsstrichen zu Fall bringt, ist einfach so genial. Zusätzlich ist hier drin auch eindeutig meine Lieblings-US-Ausgabe aus diesem Run und wahrscheinlich überhaupt als Comic, also als Einzelausgabe, nämlich eine Ausgabe, wo Peter Parker, und das spoilere ich einfach jetzt an dieser Stelle,
Mary Jane seine Identität offenbart als Spider-Man. Und die ist so genial. Voller Spaß, gleichzeitig mit ein bisschen Romantik drin. Sie ist einfach so wunderschön. Ich liebe diese Ausgaben. Ich muss auch sagen, ich habe bemerkt, Mark Bagley hat hier aber auch einige Schwächen in dem zeichnerischen Stil. Das war mir auch schon im letzten Band so ein bisschen aufgefallen. Hier ist es mir noch ein bisschen deutlicher geworden, dass manchmal die Proportionen von Kopf zu Körper oder auch eben von den Gliedmaßen nicht so ganz passen. Ein gutes Beispiel, finde ich, ist dieses Panel. Da ist Peter Parker Schulpsychologin wegen dem Vorfall mit seinem Onkel und natürlich wegen der Sache mit Harry. Und, boah, diese Beine alleine schon. Wie soll das funktionieren, ne? Also sie sitzt zwar leicht nach vorne gebeugt, aber eben nur leicht. Und dann können die Beine nicht plötzlich so schmal und klein werden. Das geht gar nicht, ne? Also das ist total verhunzt. Und sowas ist mir so ein bisschen öfters eingefallen. Auch so, was die Taillen von weiblichen Personen angeht, vor allem von Mary Jane. Das ist teils schon sehr, sehr fragwürdig. Ne? Also, ja, ne? Gut. Aber das ist Meckern auf ganz hohem Niveau, weil es ist richtig geil. Und Mark Bagleys Zeichnungen sind trotzdem mega, mega stark. Also wirklich Meckern auf höchstem Niveau an dieser Stelle. Dann habe ich ein paar Star Wars Hefte jetzt hier abgelesen. Jetzt bin ich also wieder auf aktuellen Stand. Hatte das Problem, dass ich dieses Heft hier nicht bekomme. Die 82 musste ich mir dann im Comicshop bestellen. Habe ich aber auch gleich die Comicshop-Variante einfach mal genommen. Dass man sowas auch mal in der Sammlung hat, ne? Und die ersten drei Hefte hier, die 82 bis 84, haben als Hauptthema immer noch diese Hohe Republik, die mir überhaupt nicht zusagt. Da dreht sich alles um diese Jedi, Kev, noch irgendwas. Die sich mit den erst mit irgendwelchen Drangier anlegt, was aber auch alles irgendwie was mit irgendwelchen Typen namens Nile zu tun haben, die wiederum von irgendeinem Augentypen angeführt werden. Zu dem kriegen wir dann im Epilog ein bisschen Hintergrund. Mittlerweile verstehe ich das System dahinter so ein bisschen. Mir fehlt ja der Anfang, aber dafür hat mir der Epilog dann so ein bisschen die Lücken geistig geschlossen, dass ich da so ein bisschen mehr verstehe. Jedenfalls befinden wir uns zur Zeit der Hohen Republik. Keine Ahnung, wie viele hundert Jahre das in der Vergangenheit sind. Das ist auch erstmal nur Phase 1 von die Hohe Republik, die hiermit auch beendet ist, oder sagen wir mal mit den Epilogen beendet ist. Ja, und im Endeffekt stehen die Jedi und die Republik im Krieg mit einer Gruppe namens die Nil, die die äußeren Rand sozusagen beherrschen oder beherrschen wollen, und die wollen dafür sorgen, dass man halt, dass dort eben keine Auswüchse mehr der Republik hinkommen, und ganz ehrlich, das schaffen sie auch in dem Finale. So. Ich kann das alles hier nicht ab. Ich habe keine Beziehung zu diesen Figuren aufbauen können, weil wir einfach immer nur in Schlacht, Schlacht, Schlacht sind. Wir nehmen keinerlei Momente, wirklich Tiefgang für die Figuren zu entwickeln. Zusätzlich hat dieses ganze Hohe Republik-Ding ein riesiges Problem. Es ist in drei Phasen untergliedert. Wir sind hier in Phase 1. Als nächstes kommt dann Phase 2. Das spielt aber 150 Jahre vor dieser Phase. Und in Phase 3 wird es dann hier wahrscheinlich schätzungsweise weitergesponnen, das Ganze, weil ja hier ganz viel offen ist. Klar, das, was man hier liest, das ist schon so etwa eine Storyline, die mit mehreren Unterstorylines arbeitet, rund um so ziemlich immer dieselben Figuren. Ja, das heißt, man kann diese Hälfte schon so lesen. Man merkt aber ständig, dass irgendwelche anderen wichtigen Sachen angesprochen werden, von denen wir hier nichts mitkriegen. Das läuft nämlich darum, dass dieses ganze Hohe Republik-Ding so ein richtiges Multimedia-Ding ist, und überhaupt nicht wirklich, also in dieser Form einzeln lesbar ist, denn dazu gehören Jugendromane, richtige Romane, Kindercomics oder Jugendcomics, wie auch immer, halt so im Stil von Batman Adventures, hier halt dann Star Wars Adventures und eben die regulären Star Wars Comic-Hefte. So, und in allem passiert irgendwas, was woanders hier wieder aufgegriffen wird und weitergesponnen wird. Ich hab da keinen Bock drauf. Also ich habe erstmal nicht vor, mir diesen ganzen Murks durchzulesen, und ja, also das ist mal überhaupt kein Ding, und ich flehe Panini an, wenn Phase 2 startet, packt das Zeug in Sonderbände, sollen sich das die Leute holen, die auch die Romane lesen, die sind damit natürlich beraten, die brauchen das natürlich als Input.
Ich habe aber nicht vor, irgendwelche Romane zu lesen, also vor allem keine Star Wars Romane, also ich habe genug Stephen King Romane hier noch, die ich lesen muss. Da fange ich nicht an mit irgendwelchen Star Wars Romanen und dann auch noch Jugendromane auch noch zusätzlich. Also allein schon diese Erzählstruktur, wir wollen Jugendlicher abgreifen, indem wir Jugendromane machen, wir greifen Kinder ab, indem wir Kindercomics machen, dann machen wir reguläre Comics für Jugendliche und junge Erwachsene und wir bringen noch richtige, vollwertige Romane. Und darüber erstreckt sich eine riesige Saga rund um diesen Krieg mit den Nile. Was soll das? Ist so eine Scheiße, ich hasse das, du. Ich weiß natürlich, Panini kann jetzt nichts dafür, aber was sich Disney dabei denkt, das verstehe ich im besten Willen nicht. Also wenn man wenigstens versucht, eine Zielgruppe damit abzugrasen, also sprich Romane und Comics, würde ich es ja noch irgendwo verstehen. Aber was sollen die Jugendromane dazwischen, wenn du dann trotzdem irgendwie noch einen richtigen Roman lesen musst oder die Comics dazu lesen musst, um das ganze Ausmaß überhaupt nur ansatzweise zu verstehen. Ja, dann gibt's noch diese beiden hübschen Hefte mit Ausgabe 85 und 86, auf der zum Glück Darth Vader auf der normalen Ausgabe drauf ist, die Comic Shop Käufer haben ihr Pech, denn die haben die Old Republic auf dem Cover, ne? Aber die Vader-Cover sind unbestreitbar. Die besseren hier sind ja mal als Poster. Auch die anderen drinnen. Scheiße. Das sieht ganz schick aus, aber nein. In den beiden Old Republic Ausgaben, und naja, erfahren wir jetzt, wer hinter den Nile so richtig steckt und kriegen von dem ganz, ganz viel Input. Und darüber hinaus hat sich mir zumindest jetzt dieser ganze Krieg dahinter, der da gerade abläuft, erklärt. Also das heißt, ich brauchte diese Hefte, um überhaupt zu verstehen, was ich bis dahin gelesen habe, worum es die ganze Zeit ging. Ist jetzt klar, wunderbar. Ha, super, dass man das dann am Ende von dem ganzen Mist dann auch mal endlich erfährt. Come on. Was der ganze Scheiß sollte. Gut, vielleicht sollte man die Kindercomics und die Jugendromane und die normalen Romane lesen, dann weiß man es auch. So braucht man den Epilog. So, ansonsten ist hier Darth Vader drin, mit den Ausgaben zu Crimson Reign. Genau, das ist gerade ein Event, was abläuft, was aber Panini als direkten Sammelband gebracht hat. Den werde ich mir wahrscheinlich dann mal auch noch zulegen. Wie weit ich mir andere Tie-ins da zulege, weiß ich, weil ich überhaupt noch nicht weiß, wie ich überhaupt hier mit Star Wars weiter verfahren soll, weil ich sammle ja die Star Wars Collection, die ja die Phase zwischen dem vierten Film, also Episode 4 und Episode 5 abdeckt. Und das hier ist, wir sind ja hier aktuell in der Zeitspanne, die aber nach dem fünften Film bis zum sechsten Film spielt, im großen Ganzen. Und da weiß ich halt nicht, wird das dann auch in der Collection irgendwann mitkommen? Also wird die Collection verlängert? Gibt es dann eine eigene Collection? Was wird da passieren? Das ist halt unklar und dementsprechend weiß ich nicht, werde ich jetzt hier noch irgendwo Sonderbände holen oder eben nicht. Das Ganze geht aber auch hervor aus dem Event oder der Saga Krieg der Kopfgeldjäger, was ja auch eben genau ein riesiges, episches Event war. Das ist sozusagen ein erster Teil, eine erste große Saga. Crimson Dawn ist die zweite große Saga und es wird alles final enden in einer dritten großen Saga zwischen dem fünften und dem sechsten Film. Und keine Ahnung, ob man dann eben da auch einen Schlussstrich hinter diese Phasenbereich macht, also hinter diesem Bereich zwischen Episode 5 und Episode 6 und dann vielleicht mal ja, Clone Wars oder sowas näher betrachtet. Wie gesagt, kriegt der Kopfgeldjäger und da tauchte eine neue Organisation auf namens Crimson Dawn, die halt, naja, überall, naja, Schutzgelder einkassieren von irgendwelchen Dörfern und das Imperium sollte dann natürlich für Ordnung sorgen, aber die kümmern sich nicht ordentlich drum und dementsprechend dreht alles aus den Fugen und jetzt ist Vader unterwegs, um das zu klären und schlägt ihn natürlich zurück und hier wird dem guten Darth Vader auch sehr stark die Rolle des Helden zugesprochen. Wir dürfen ja nicht vergessen, ja, wir sehen natürlich immer die Rebellen als Helden, weil uns das so vermarktet wird. Aber eigentlich ist da wahrscheinlich das Volk ziemlich zwiegespalten. Es gibt ja auch ganz viele, die glücklich unter dem Imperium waren und die Republik nicht zurück wollen und umgekehrt. Ne? Und auf diesen gerade, diesen kleinen Planeten, wo dann plötzlich solche Gesetzlosen auftauchen, ist natürlich das Imperium, die für Ordnung sorgen, sehr gefragt. Und vor allem dann ein Darth Vader, der dann natürlich schützend eingreift und die Bevölkerung schützt und gegebenenfalls auch Sturmtruppler erledigt, weil die vielleicht dem Volk nicht helfen, natürlich dann als Held angesehen. Und das erleben wir hier drinne einfach sehr gut mit und das fand ich bisher schon mal sehr stark. Bin gespannt, wie es weitergeht. Vor allem wird dann auch noch ein Bogen zu Padme geschlagen, zumindest hier im Heft Nummer 86, was auch noch bestimmt spannend wird. Ne? Also das macht auf alle Fälle Bock auf mehr, anders als diese Hohe Republik.
vom Schreiber- und Leserverlag habe ich dann gelesen Theresias. Eine römische Geschichte im Endeffekt. Es geht um Theresias, das sagt der Name schon. Ich weiß nicht, wie weit ich das richtig ausspreche. Der ist hier die Hauptfigur. Die Prämisse ist, Hera und Zeus haben gewettet, wer denn die größte Lust beim Sex empfindet. Der Mann oder die Frau. So, ganz einfach so. Und Theresias kommt diese Wette zu Ohr. Ne? Und mit seinen Soldatenkumpeln spricht er darüber, aber kommt dann zum Schluss, dass das eigentlich irrelevant ist. Viel wichtiger ist doch, kann man eine fremde Frau das höchste Vergnügen verschaffen? Und da wettet er nun mit seinen Kumpels, mit seinen Soldatenkollegen drauf, dass er das schafft, eine fremde Frau die höchste Lust zu bereiten, und geht los und schnappt sich eine junge Dame, hübsche junge Dame, die nachts durch die Straßen geht. Die Kollegen sollen natürlich Schmiere stehen, während er das junge Mal vergenusswurzelt. Also sprich, wir reden hier von Vergewaltigung. So. Der Haken an der Sache war, das Mädel, was er sich da jetzt ausgewählt hat, war eine Priesterin der Aphrodite, die das überhaupt nicht lustig fand. Und sie bestraft nun den guten Theresias und steckt ihn in den Körper einer Frau. Welch köstliches Amüsement ihm hier offeriert wird! Mit der Auflage, er würde seinen Körper wiederbekommen, wenn er sich aufopfert für die Person, die er am allermeisten liebt, außer sich selbst. Das Problem ist, wir lernen ihn halt so kennen, dass er nichts anderes liebt, außer sich selbst. Das ist schon so ein kleiner Macho. Aber das könnte vielleicht die Lösung für Zeus und Hera sein, herauszufinden, wer die größte Lust empfindet, weil, ey, der Typ war mal ein Mann und jetzt ist er eine Frau. Er kann das bestimmt beantworten. Ich fand vor allem richtig geil die Pointe am Schluss, wie man halt diese Wette im Endeffekt auflöst. Sie ist auch anders, als sie mythologisch dargestellt ist. Also ich habe es halt nachgegoogelt und den Ansatz hier finde ich richtig, richtig stark. Und Theresias begegnen wir auch noch mal wieder, denn Theresias ist auch ein Seher. Und den begegnen wir wieder, oh, keine Ahnung, so knapp 150 Jahre später, in Hera zum Ruhm. Und hier lernen wir, und jetzt muss ich mal gucken, Alkest kennen. Und dieser ist der Sohn von Zeus. Er hat aber einen Zwillingsbruder, der wiederum nicht der Sohn von Zeus ist. Und beide gehören so zusammen, die haben eine Rivalität. Was der eine macht, muss der andere machen. Das passt aber Alkest nicht. Und an sich war dem guten Alkest eigentlich auch die Herrschaft über die Stadt Mykene. Keine Ahnung, wie ich es richtig ausspreche, versprochen worden als Zeus Sohn. Doch Hera hat es geschafft, dass da jemand anderes auf dem Thron sitzt. Und Alkest möchte natürlich seinen Thron besteigen, ganz zum Missfallen von Hera. Und so wird irgendwann aus dem guten Alkest Herkules. Ja, das ist die Geschichte von Herakles, oder besser gesagt den Ursprung, wie Alkest zu Herakles wurde, weil er Hera beleidigt hat. Richtig stark, auch richtig fies an manchen Stellen. Also, das ging mir an einigen Stellen echt durch. Hat aber auch ein paar geile Charaktere. Hat mir auch richtig Spaß gemacht, ne? Und auch die eine oder andere schöne, nette, erotische Szene. Könnten mehr sein, ne? Ja, beide Bände gehören schon zusammen, weil Theresias, wie gesagt, spielt auch hier drin eine Rolle. Übrigens, das sind so, ja, Gesamtausgaben. Hier sind halt in beiden immer zwei Alben drin, die halt eben diese Geschichte umfassen. Also hier, Theresias besteht aus zwei Alben und Hera zum Ruhm besteht auch aus zwei Alben. Die habe ich mal ganz billig bei Merkheft bekommen. Ich habe aber keine Ahnung, ob es die da noch gibt oder nicht. Könnt ihr mal selber beim Merkheft vorbeischauen. Sollte man eh mindestens einmal im Quartal machen, denn jo, das ist so etwa der Zeitraum, wo man immer mal wieder was finde, wobei ich jetzt schon länger nichts Neues gefunden habe. Aber das habe ich auch schon etwas länger liegen und wollte es immer lesen. Und jetzt habe ich es einfach mitgemacht und es hat sich, ehrlich gesagt, gelohnt. Also das hat mir Spaß gemacht, ne? Also wirklich, tolles Ding. So, ja, damit sind wir durch mit dieser Folge Wigglycane. Und ja, schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Würde mich zumindest freuen und liken und kommentieren, also bitte vor allem kommentieren, ne, wäre immer nice, freut mich, ne, ein bisschen Support, ein bisschen
Input, ne, finde ich immer geil. So, dann würde ich sagen, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö, Leute!